Ja, heute jährt sich der Tag, wo die Vorratsdatenspeicherung beschlossen wurde von der EU. Seitdem gibt es eben die EU-Richtlinie, nach der sich alle EU-Staaten zu halten haben. Deutschland verwehrt sich davor zum Glück noch bisher. Ist schwierig momentan, also kann sein, dass das Ganze bald kippt. Die SPD hat sich ja gerade dafür entschieden und die CDU möchte ja sowieso gerne einen Superüberwachungsstaat haben. Von daher müssen wir auf die Straße gehen und dagegen aktiv vorgehen. Und auf die Straße gehen wolltet ihr auch hier. Es ist ja ein bundesweites bzw. sogar internationales Ding heute, dieser Aktionstag. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Ja, das läuft, glaube ich, größtenteils über die AK Vorrat. Das ist eben ein bundesweiter Arbeitskreis, der sich eben damit beschäftigt, ganz viele Flyer macht, auch Gruppen hat überall in Deutschland verteilt. Da beteiligen sich ganz viele Parteien, Verbände, Gruppen, lose Zusammenhalte an Menschen dran und stellen halt Infomaterial her, planen Sachen. Ja, und das ist eben bundesweit der Tag, weil sich das eben heute jährt, seit 6 Jahren. Deswegen soll überall Aktion sein. Du hast eben schon gesagt, dass da ziemlich vielfältig Leute dran beschäftigt sind. Wie sieht denn das in Rostock aus? Also was für Leute sind hier dran beteiligt, beziehungsweise haben die Unterstützerinnenliste unterschrieben? Also bei uns eine richtige AK-Vorratgruppe gibt es nicht. Wir haben hier das Netzpolitische Bier. Das ist halt einmal so ein loses Treffen von Leuten aus der Blogger-Szene, von Leuten aus Parteien, verschiedenen Gruppen. Das ist eigentlich offen für alle. Über die läuft das so ein bisschen. Da wurde so ein bisschen aufgerufen, heute mal was zu machen, eben den bundesweiten Tag zu nutzen. Ja, und so haben sich dann alle beteiligt heute, jeder ein bisschen was beigesteuert, waren vorhin noch ein paar Reden. Ja, was ist denn heute sowieso so abgelaufen während dieser Kundgebung? Ja, wir haben Flyer verteilt, wir hatten hier eine lustige Datenkrake, die umhergewandert ist und den Leuten Daten geklaut hat. Wir hatten so ein lustiges Spinnennetz, was eben auch von der AK-Vorrat und vom Compact kam. Und ja, das ging eben so um diese Netzspinne, die Daten sammelt, was wir nicht wollen. Habt ihr zukünftig noch irgendwas vor in die Richtung? Also du sagtest ja gerade, dass es AK-Vorrat hier nicht so richtig gibt, aber ist thematisch in die Richtung noch was zu erwarten? Ja, also ich glaube so Überwachungsstaat, Repression ist, glaube ich, ein Thema, was solange es Staaten gibt, glaube ich, immer aktiv sein wird. Und von daher wird uns das auch noch in Zukunft, glaube ich, beschäftigen. Konkret gibt es jetzt noch nichts, da wird man natürlich sehen, wie sich das entwickelt. Je nachdem, was die Politik macht, vielleicht sind sie auch schlau genug, auf die Leute zu hören, die Massen auf die Straßen gehen, dann fällt das zumindest in der Hinsicht weg. Aber ich glaube nicht, dass sie da so schnell von abrücken.